Könnt ihr mich zu Hause hören? Ja, schön, danke. Die Veden sind viele tausend Jahre alt, wurden aufgezeichnet, weitergegeben, schon lange in der vorbuddhistischen Zeit aufgezeichnet, wahrscheinlich noch nicht, aber weitergegeben. Und in den Veden gibt es ein Gespräch zwischen zwei Göttern und die unterhalten sich. Und der eine fragt den anderen, was ist das Erstaunlichste unter den Menschen? Und der andere antwortet, das Erstaunlichste unter den Menschen ist, dass alle um Sterblichkeit und Vergänglichkeit wissen, aber jeder so tut, als ginge ihn das nichts an. Und nicht nur vor 5000 Jahren, ich glaube auch heute noch ist die Beschäftigung mit Alter, Krankheit, Tod nicht so sehr populär, nicht so beliebt. Inzwischen wahrscheinlich gäbe es hier keine freien Plätze mehr im Raum. Zu Hause im Chatraum gibt es noch freie Plätze, aber das sind, glaube ich, über 50 mittlerweile, immerhin. Und wenn jedoch in irgendwelchen Diskussionsrunden oder in Kursen oder in Talkshows über dieses Thema gesprochen wird, dann erlebe ich, entweder wird darüber idealisierend gesprochen, also bezüglich Alter wird suggeriert, man muss nur richtig leben, dann wird man auch mit 90 noch mit zum Tauchen auf die Malediven fliegen können oder fit sein in jeder Beziehung. Bezüglich Krankheit wird vielleicht suggeriert, nein, die Schulmedizin, die kann doch heute fast alles. Und wenn du die Schulmedizin noch mit Alternativmedizin dazu nimmst und noch die richtigen Globuli dazu, dann ist Krankheit heilbar. Und bezüglich des Todes wird suggeriert, na, das ist doch eine Reise zum Licht, oder? Zum Licht und zur Liebe. Also entweder das Thema wird idealisiert oder das Thema wird in einer Atmosphäre von Schwere gesprochen, in so eine Bedrückung münden lassend, so ja, beklommen, Beklommenheit eher angsterzeugend. Also man spricht dann zum Beispiel vom Alter als dem alten Eisen, als Eisen kommt auf den Schrottplatz. Oder von einer überalterten Gesellschaft, da ist eine Bewertung drin, einer überalterten Gesellschaft. Idealisierend oder bedrückend, ganz selten ist Humor im Spiel. Aber ich musste herzlich lachen, als ich eine Begebenheit, eine wahre Begebenheit mitbekam, und zwar ein Ehepaar beschließt im Grau-Grau des Winters hier bei uns zu entfliehen und sie beschließen, in die Südsee zu reisen. Und aus beruflichen Gründen kann die Frau erst einige Tage später reisen, der Mann reist also vor, er reist planmäßig ohne sie. Sie will ein paar Tage später kommen und er bezieht sein Hotelzimmer irgendwo in der Südsee und schreibt nach Hause eine Mail zu seiner Frau. Aber es gibt einen Tippfehler bei dieser Mail. Und durch diesen Tippfehler landet diese Mail nicht bei seiner Frau, sondern bei einer Witwe, deren Mann erst vor wenigen Tagen verstorben ist. Und der Sohn der Witwe kommt dann in diesen Raum und sieht seine Mutter aschfahl im Sessel sitzen. Und der Sohn liest jetzt die Mail, die ja nicht an sie gerichtet war, sondern haben wir jetzt verstanden. Und da steht, an meine zurückgebliebene Frau von deinem vorausgereisten Gatten. Betrifft, bin angekommen. Meine Liebste, ich bin gut angekommen und habe mich hier schon eingerichtet. Ich sehe, dass alles für deine Ankunft in den nächsten Tagen schon vorbereitet ist.
Ich wünsche dir eine gute Reise und dann die Unterschrift und dann schreibt er noch unten drunter, PS, es ist sehr heiß hier unten. Alter, Krankheit, Tod. Idealisierend, bedrückend, Humor. Was sagt der Buddha zu diesem Thema? Was lesen wir in den Schriften? Was hören wir von den Meistern? Und was, vielleicht allgemeiner ausgedrückt, was kann spirituelle Praxis für uns bedeuten im Zusammenhang mit diesen Grundfragen? Und da eine Anmerkung aus der Arztpraxis, aus meiner Arztpraxis, habe ich ja nun immer wieder mit diesen Themen zu tun gehabt, täglich eigentlich. Und ich habe fast täglich, zumindest mehrmals in der Woche, auch Menschen schwere Diagnosen mitzuteilen gehabt. Sei es, dass ein erwünschtes Baby nicht weitergewachsen ist oder dass das Baby nicht gesund ist. Oder ich musste meinem Gegenüber die Diagnose eines Tumors, der bösartig ist, mitteilen und so weiter. Und dann habe ich Menschen erlebt, die gerieten natürlich in heftige Irritationen, aber balancierten sich bald wieder aus. Und andere habe ich erlebt, die gerieten in Irritationen und trudelten immer tiefer, nach jedem Strohhalm greifend, und gerieten in Angst- und Panikzustände. Und dann habe ich einmal versucht zu unterscheiden, kann ich da irgendetwas drin erkennen? Und was ich erkennen konnte, war, dass die Menschen, die nach anfänglicher Irritation sich bald wieder ausbalancierten, das waren ausnahmslos Menschen, die einen gelebten Zugang zu einer spirituellen Tradition hatten. Also was bedeutet das für uns, für unsere spirituelle Praxis? Wie kriegen wir das zusammen? Aber zunächst hatten wir ja gefragt, was hat der Buddha dazu gesagt, zu Alter, Krankheit, Tod? Nun, zunächst einmal bestätigt der Buddha die Sicht der beiden Götter aus den Veden. Vielleicht sind einige unter euch, die interessiert sind an den Quellen, angereihte Sammlung, Dreierbuch, 39. Lehrrede. Da heißt es, drei Arten des Rausches gibt es. Welche drei? Den Jugendrausch, den Gesundheitsrausch und den Lebensrausch. Der Jugendrausch lässt uns glauben, wir bleiben für immer jung und schön. Der Gesundheitsrausch lässt uns glauben, wir bleiben immer gesund und kräftig. Und der Lebensrausch lässt uns glauben, der Tod liegt in weiter Ferne. Und dann spricht der Buddha von den drei Götterboten und meint damit Alter, Krankheit, Tod. In wiederum angereihte Sammlung, Dreierbuch, 36. Lehrrede. Ein Bote, ein Götterbote. Ein Bote ist ja, wenn ein Bote kommt, das ist ja nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist ja die Botschaft, die er überbringt. Also ein Bote bringt uns im Allgemeinen ja eine Nachricht, oder? Eine Nachricht, vielleicht bringt er uns eine Frage, wie zum Beispiel nach der Zufriedenheit in unserem Leben. Vielleicht fragt uns der Bote, ob wir unsere Lebensführung in Übereinstimmung ist mit unseren ethischen Werten, die wir mal formuliert haben für uns. Oder der Bote fragt uns nach der Reihenfolge der Prioritäten in unserem Leben. Also ob die Einteilung unserer Zeit und Energie, ob die so richtig angeordnet ist. Oder ob wir daran vielleicht etwas verändern wollen. Oder der Bote will uns davor warnen, einen der drei Räusche zu verfallen. Und da denke ich an eine Grabsteininschrift. Da hat jemand auf den Grabstein schreiben lassen, wisst Freunde, die ihr weiterschreitet, so wie ihr jetzt seid, so war ich einst. Wie ich jetzt bin, so werdet ihr sein. Macht mir zu folgen euch bereit. Grabsteininschrift. Der Buddha drückt es aus. Wieder angereihte Sammlung, Fünferbuch diesmal.
57. Lehrrede, wenn du nachlesen möchtest. Da sagt er, wer aber jene Tatsache, nämlich Alter, Krankheit, Tod, wer aber jene Tatsache öfters bei sich erwägt, bei dem schwindet dieser Jugendrausch, Gesundheitsrausch, Lebensrausch oder er wird abgeschwächt. Also er empfiehlt uns, ja, denkt da ab und zu mal drüber nach, öfters, sagt er sogar, öfters. Und dann empfiehlt er die 5 Betrachtungen. Die 5 Betrachtungen für jedermann steht in der Lehrrede. Meine Lehrerin hat es ganz einfach übersetzt und hat gesagt, die 5 täglichen Betrachtungen. Also täglich hat der Buddha nicht gesagt, aber ah ja, sagt es so. Und die 5 täglichen Betrachtungen habt ihr draußen gelesen, als ihr hier vorbeikamt. Die hängen im Flur bei uns ausgehangen. Und die beginnen damit, dass man eben auf den Götterboten hingewiesen wird. Ich bin dem Alter unterworfen, ich kann dem Alter nicht entgehen. Ich bin der Krankheit unterworfen, ich kann der Krankheit nicht entgehen und so weiter. Tod kommt dann und der 4. der 5 täglichen Betrachtungen, da heißt es, alles, was mein und mir lieb ist, wird sich ändern und entschwinden. 5. ist ausgerichtet auf Karma. Das wäre der Erzeuger und der Besitzer und Erbe unseres Karmas sind. Und wenn ich die täglichen Betrachtungen, wie Aya sagt, die Betrachtung für jedermann, jeder Frau, anleite, dann frage ich auch immer, und wie möchtest du sein, wenn du älter wirst, alt wirst und so weiter. Alter, der 1. der Götterboten, in dieser Reihenfolge werden sie genannt, erst Alter, dann Krankheit, dann Tod. Und um den Götterboten Alter, also das Eigentliche sozusagen zu verstehen, könnten wir eigentlich anfangen, erst einmal zu überprüfen, welche Vorstellungen haben wir eigentlich vom Alter? Also was löst der Begriff Alter in uns aus? Oder wenn du bereits hoffe, ich darf dich mit du ansprechen, das hat sich hier bewährt, in diesen und anderen Zusammenhängen, wenn du bereits schon in dieser Lebensphase bist, habe gerade vor einem Monat meinen 70. Geburtstag gefeiert, also wenn du schon in dieser Lebensphase bist, wie erlebst du diese Phase? Geht es im Alter, in deinen Gesprächen, wenn du mit anderen Menschen sprichst, geht es um Diabetes und Blutdruck und Osteoporose und Demenz und Inkontinenz? Also ich nenne es Organrezitat. Kommt dann erst das Organrezitat und dabei bleibt es auch? Oder geht es auch um Freude und Zufriedenheit und wie du deine Tage verbringst und vielleicht geht es auch um Weisheit oder um Freiheit, denn das Alter ermöglicht dir ja bestimmte Dinge, die du noch als du berufstätig warst, vermutlich dir nicht zugestehen konntest. Und wir wissen aus der Psychologie, wir wissen, Zitat, dass heute die Mehrheit der 65- bis 85-Jährigen mit ihrem derzeitigen Leben ausgesprochen zufrieden sind. Also wir wissen sogar aus Studien, dass die Zufriedenheit in dieser Altersphase zwischen 65 und 85 größer ist als zwischen 25 und 45. Ich glaube, so war etwa der Zeitrahmen. Also meine Frage wäre, wie einverstanden bist du mit den Veränderungen deines Körpers? Und was löst es aus in dir, wenn du dich unbekleidet im Spiegel siehst? Ist das eine Zumutung für dich oder guckst du dann weg oder trägst du Paste auf oder bist du einverstanden damit, was du siehst? Einverstanden mit den Veränderungen, auch den Einschränkungen. Und da fällt mir natürlich auch wieder die Geschichte dazu ein von jenem Mann, ich weiß nicht, vielleicht war er schon 71, der abends durch die Straßen seinen Abendspaziergang macht und plötzlich eine Stimme hört und diese Stimme sagt, hallo. Hallo! Und er kann nicht genau orten, aber dann sieht er doch, das ist eine Kröte. Und diese Kröte sagt, du musst mich jetzt aufnehmen. Ich bin in Wirklichkeit keine Kröte, sondern ich bin, bleiben wir mal bei diesem Bild, ich bin eine Frau, eine verführerische Frau und wenn du mich küsst, dann werde ich dir alle deine Wünsche erfüllen. Und nimmt die Kröte und steckt sie in die Tasche und geht weiter
Nach einer Zeit lang hört es aus seiner Tasche: Hallo, hallo, du hast vergessen, mich zu küssen. Und dann sagt er zu dir: Ach, weißt du, in meinem Alter ist mir eine sprechende Kröte lieber als eine verführerische Frau. Also, bist du da? Gehst du? Was macht das gerade mit dir? Blöder Witz, blöde Geschichte? Oder wie siehst du dich? Also, wie denkst du über das Alter? Das will ich eigentlich wissen. Alt und gebrechlich oder alt und unabhängig? Wie redest du da mit dir? Alt und schwach oder alt und anders stark? Alt und einsam oder alt und zufrieden? Wo möchtest du hin? Ich gebe immer wieder Kurse über die Götterboten und habe da auch die Frage gestellt und die Menschen darüber reflektieren lassen. Und einige Antworten waren: Es ist mir heute nicht mehr so wichtig, was andere denken. Jemand sagt, ich habe mehr Verständnis. Aber andere sagten auch, ich habe Angst. Ich habe mehr Angst, hilflos zu sein oder von anderen abhängig zu sein, wenn ich älter werde. Oder ich habe Angst vor dem Verfall des Körpers, habe ich gehört. Oder was mache ich, wenn der Körper noch weiter verfällt und ich gar nicht mehr mich zur Meditation setzen kann? Oder wenn ich vielleicht in die Demenz gehe und die Gedanken gar nicht mehr Gedanken gar nicht mehr umgehen kann oder bei einem Gedanken oder bei einem Meditationsobjekt bleiben kann. Manche sagten, ich habe mehr Freude und Dankbarkeit für jeden Tag. Wiederum andere sagten, ich muss nicht immer Recht haben. Die Einstellung zu meinen Eltern ändert sich, seit ich selber älter werde, obwohl die Eltern vielleicht schon gestorben sind. Oder ich muss nicht immer mehr Recht haben. Jemand sagte, ich bin nicht mehr so belastbar. Wie soll ich wohl mit den täglichen Aufgaben umgehen, wenn das so weitergeht? Also sich bewusst machen, welche Vorstellungen habe ich eigentlich vom Alter? Denn es ist wichtig, denn diese Vorstellungen vom Alter führen nicht selten zu sich selbst erfüllenden Prophezeiungen. Das wissen wir auch aus den Beobachtungen, das kann ich aus der Arztpraxis sagen. Vor allen Dingen sagen das uns die Soziologen und die Psychologen. Also negative Erwartungen führen oft zu einem Verhalten, das regelrecht zu einer Abwärtsspirale führt. Man lässt sich gehen, man bewegt sich zu wenig, man isst vielleicht ungesund. Ein alter Mensch, der sich aus falschen Vorstellungen zu wenig bewegt und schlecht isst, wird natürlich schwächer werden. Umgekehrt schaffen positive Erwartungen Inspiration, fürsorglicher mit sich umzugehen, fürsorglich, nicht nachlässig mit sich umzugehen. Und auch das ist jetzt nicht so wichtig im Zusammenhang mit Spiritualität, aber vielleicht ganz interessant. Psychologen untersuchen ja alles und wir wollen in unsere, also Wissenschaftler untersuchen alles, Psychologen gehören dazu. Und man hat untersucht, welchen Einfluss sogar Kleidung auf unser Lebensgefühl ausübt. Und die meisten Menschen passen ihre Garderobe ja ihrem Lebensalter an. Also das heißt, mit den Jahren tragen wir andere Röcke, andere Jacken und so weiter. Also im Allgemeinen keine leuchtende Farben mehr, sondern eher gedeckte. Und auf diese Weise wird man über die Kleidung, das hat sich allerdings verändert, muss ich sagen, diese Studie ist etwa 15 Jahre alt. Und auf diese Weise wird man durch die Kleidung ständig mit seinem, Dankeschön, mit seinem Älterwerden konfrontiert, seinem Alter konfrontiert. Und jetzt wurde untersucht, was passiert, wenn dieses Signal wegfällt. Und zwar hat man die Untersuchung an Uniformträgern gemacht. Und ein 60-jähriger Polizist trägt die gleiche Uniform wie sein 30-jähriger Kollege. Und dann hat man untersucht, ob es Unterschiede gibt. Und das Resultat war, Menschen, die Uniform trugen, wiesen weniger Krankheitstage auf, mussten seltener zum Arzt, hatten weniger Krankenhauseinweisungen, hatten seltener chronische Krankheiten und fühlten sich subjektiv gesünder. Also, morgen kaufen wir uns eine Uniform, oder? Wäre keine Lösung. Sicher nicht.
Aber vielleicht könnten wir so ein bisschen, und natürlich steckt auch die Unbefangenheit, die uns spirituelle Praxis führen kann, vielleicht möchten wir ein bisschen wie Jenny Joseph, Ramdas hat sie vorgestellt, sein oder in diese Richtung gehen. Sie sagt nämlich, wenn ich eine alte Frau bin, werde ich Lila tragen, das nicht zu meinem roten Hut passt und mir nicht steht. Und meine Rente werde ich für Weinbrand ausgeben. Das hören wir jetzt als buddhistisch Praktizierende nicht. Ne? Meine Rente werde ich für Weinbrand ausgeben und für Sommerhandschuhe und für samtene Sandalen. Und dann verkünden, für Brot haben wir kein Geld mehr. Wenn ich müde bin, werde ich mich aufs Pflaster setzen. Und ich werde in Feinkostläden Kostproben verschlingen und Alarmknöpfe drücken und mit dem Stock an öffentlichen Gitterzäunen entlangrasseln. Um die Besonnenheit meiner Jugend wettzumachen, ich werde mit Hausschuhen in den Regen hinausgehen und die Blumen in andere Leute Garten pflücken und ich werde spucken lernen. Ja, aber zuweilen brauchen wir noch Kleidung, um im Regen trocken zu bleiben. Und die Miete müssen wir zahlen und dürfen nicht auf der Straße fluchen. Und den Kindern müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen und müssen Freunde zum Essen einladen und die Zeitung lesen. Aber vielleicht sollte ich jetzt schon ein wenig üben, damit meine Bekannten nicht zu überrascht und schockiert sind, wenn ich plötzlich alt bin und lila trage. Also unsere Vorstellung vom Alter. Sie werden beeinflusst von unseren Eltern und von unseren Großeltern und deren Umgehen mit dieser Lebensphase. Das heißt also für uns, da wir auch alle Eltern werden, manche sind es ja, manche von uns sind vielleicht schon Großeltern, ich zum Beispiel, verbindet sich damit also eine gewisse Verantwortung auch, nämlich denen, die nach mir kommen gegenüber. Was will ich ihnen vorleben? Und aus den psychologischen Studien wissen wir wieder, wer von seinen Vorfahren gelernt hat, dass Alter körperlicher Verfall bedeutet, ist programmiert, sich von Geburtstag zu Geburtstag schlechter, schwächer und kränker zu fühlen. So sagen uns die Wissenschaftler. Nicht wenige Menschen verbinden mit Alter Verlust von Sinn und von Aufgabe. Und natürlich ändern sich im Alter unsere Rollen, unsere Aufgaben und unsere Identitäten. Und das ist nicht immer einfach, vor allen Dingen, wenn da nichts Tieferes, nichts, und dann deute ich gerade auf die spirituelle Praxis hin. Und trotzdem, ich war 10 Jahre Arzt und Oberarzt in Berliner Kliniken, 25 Jahre hatte ich eine Arztpraxis in Kreuzberg, in SO 36, also mitten im Geschehen, und in der Gegend kannte mich jeder, oder doch jedenfalls fast jeder. Und ich habe viel Geburtshilfe betrieben, Hausgeburtshilfe, und wir haben viel operiert und hatten eine große Praxis, wir waren zu mehreren in der Praxis. Und dann dachte ich mir, wenn ich dann die Praxis aufgebe und in Rente gehe, dann bin ich nicht mehr der Dr. Reuter, sondern Rentner Willi. Wie wird sich das wohl anfühlen? Und ich war sehr gespannt auf den Tag, als ich meinen Spind ausräumte in der Arztpraxis und draußen das Schild durch ein neues ersetzt wurde mit anderen Namen. Und ich in meiner Kiste dann meine Sachen raustrug, meinen Schlüssel abgab. Wie fühlt sich das an? Eine Veränderung der Identität, die mit dem Alter einhergeht. Ich kann ja sagen, es war nicht schlimm. Habe ich eine andere Identität, nämlich hier als buddhistischer Lehrer. Also ich bin da vielleicht nicht so ganz repräsentativ. Dennoch, es ist ein Schritt. Wenn wir ändern, es ändert sich unsere Identität. Verwechseln mit aufhören, es hört unsere Identität auf, dann wird es schwierig. Ich glaube, dass wir an dieser Stelle ein bisschen auf Elfriede hören könnten. Elfriede war lange Jahre Patientin bei mir. Sie kam zweimal im Jahr. Und einmal zur Krebsvorsorge und einmal nur so. Sie lobte immer meine Pullover, die waren damals auch schon rot-gelb. Und dann unterhielten wir uns übers Leben. Ja, und sie sagte, was ich in meinem Alter verliere, ist meine frühere Identität. Deswegen fällt mir das in diesem Zusammenhang ein.
Sie war Schauspielerin im Übrigen. Also sie war durch einen Zufall in Anführungsstrichen von einem Provinztheater an eine ganz bekannte Berliner Bühne bespült worden, weil da in einer Silvesterveranstaltung eine Hauptdarstellerin ausfiel. Und dann nahm sie die ein und dann wurde sie ein Star in Berlin. Ich war schön, berühmt, erfolgreich. Alles ist vorbei. Ich habe es hinter mir gelassen. Und in dem Maße, sagt sie, in dem ich diese Dinge über Bord warf, entfaltete sich in mir eine Liebe zum Leben und eine Freiheit von Angst. Es gibt nichts mehr, wovor ich Angst habe. Das Leben ist mit 80 einfacher geworden, sagt sie. Götterbote Alter, Götterbote Krankheit. Und wie beim Götterboten Alter ist natürlich auch beim Götterboten Krankheit mit Einschränkungen zu rechnen. Natürlich bringt das Alter Einschränkungen mit sich und Krankheit, Unfall natürlich auch. Mit unangenehmen Gefühlen ist zu rechnen, wenn wir krank werden, möglicherweise mit Schmerzen. Bestimmte Fähigkeiten werden wir verlieren im Alter. Wir werden nicht mehr so gut sehen, vielleicht nicht mehr so gut hören, nicht mehr so gut schmecken, nicht mehr so schnell rennen und andere Dinge auch noch. Mit Krankheit sind der Verlust von Fähigkeiten vielleicht vorübergehend verbunden, vielleicht auch dauerhaft bei chronischen Erkrankungen. Wenn jetzt ein Unfall ins Leben tritt oder du die Diagnose einer schweren Krankheit bekommst, dann erleben viele Menschen zunächst so eine Art Schock. Im Schock haben wir keinen Zugang zu unseren Gefühlen. Wenn ich aber es oft erlebt, dass ich ihr gegenüber saß und versucht habe, behutsam, aber doch klar auszudrücken, worum es ging, um vielleicht eine maligne Erkrankung, eine bösartige Erkrankung, und ich den Eindruck habe in ihrer Reaktion, als hätte ich hier aus dem Telefonbuch vorgelesen, als würde sie das Ganze eigentlich nichts angehen. Ach ja, okay, und was mache ich jetzt? Können Sie mir Adressen geben? Ja, also kein Zugang zu den Gefühlen. Und, oder wir erleben sehr schnell wechselnde Gefühle im Schock. Ich bin in Angst und dann wieder bin ich abgekoppelt von den Gefühlen und dann kommt vielleicht wieder Angst, dann kommt Zuversicht und dann wieder die Angst. Und im Schock kann es sein, dass wir zu gefährlichen Verhaltensweisen tendieren. Also ich erinnere mich an eine Patientin, die hatte ein Karzinom und ich habe sie zur Nachuntersuchung geschickt und es ist ja heute bekannt, bei Karzinomen, wenn da Metastasierungen sich bilden, dann ist das nicht sehr günstig. Und ich habe sie zur Nachuntersuchung geschickt in ein Berliner Röntgeninstitut und dann hat man ihr dann den Umschlag in die Hand gegeben mit dem Ergebnis, draufgeschrieben, nur vom Arzt zu öffnen. Aber natürlich, würde ich ja wahrscheinlich auch so machen, in der U-Bahn öffnet sie diesen Brief. Der Arzt hat nicht mit ihr gesprochen. In der U-Bahn öffnet sie diesen Brief und liest von ihrer Metastasierung darin. Und dann kommt sie zu mir und sagt, ich bin zu dir gekommen, aber ich hätte mich auch vor die U-Bahn werfen können. So ist mir zumute. Schock. Möglicherweise gefährliche Verhaltensweisen. Und dann klingt aber der Schock irgendwann ab. Das kann sein nach Minuten, das kann sein nach Stunden oder nach Tagen. Und dann folgen, wir sind gerade bei Unfall und plötzlichen schweren Erkrankungen, dann kommen oftmals Gefühle von Hilflosigkeit, von Angst natürlich, Zustände von Widerstand. Nein ist die Sprache des Widerstandes. Und damit verbunden oftmals Fragen, warum ich und warum jetzt? Und ich versuche den Menschen zu führen vom Warum, das ist eine rückwärtsgerichtete Frage, zu einer vorwärtsgerichteten Frage zu formulieren. Wozu bin ich krank geworden? Wozu jetzt? Wozu-Fragen sind vorwärtsgerichtet, beinhalten die Möglichkeit einer Sinnhaftigkeit. Die Sinnhaftigkeit selber ist vielleicht noch nicht zu erkennen, aber allein die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, ist erleichternd. Dennoch, ob der Schock nun ausgeprägt ist oder nicht, das Erleben einer schweren Erkrankung bedeutet für viele Menschen eine Krise, auch für spirituell Praktizierte natürlich. Was bedeutet Krise? Der Begriff kommt aus dem Griechischen, Krisis, und wird übersetzt mit Entscheidung oder Wahl.
entscheidende Wandlung auch. Und in der früheren Infektiologie, in der früheren Infektiologie-Medizin, also ich meine in der Vorantibiotika-Zeit, sprach man von der Nacht der Krise. Und damit ist gemeint, die Infektion steuerte auf einen Zustand, nämlich die Nacht der Krise zu, und am nächsten Tag war der Patient entweder tot oder auf dem Weg der Besserung. Die Nacht der Krise, so sagten die alten Ärzte. Und im Chinesischen gibt es für Krise zwei Schriftzeichen, nämlich Wei, das bedeutet Gefahr, und Ji, das bedeutet gut Gelegenheit, Chance. Und die Gefahr von Krankheit, Unfall, diesen Götterboten, sind vielleicht dauerhafte Beeinträchtigungen, vielleicht Hilflosigkeit, angewiesen sein auf andere Menschen, chronische Schmerzen, damit verbunden eine Veränderung natürlich der mentalen Gestimmtheit. Und worin liegen die Chancen? Krise, Chance, Gefahr? Die Chancen? Nun, zunächst erstmal mit vielem anders umzugehen, vielleicht die Werte zu überprüfen, so wie der Buddha gelehrt hat. Wende dich dem zu, sinne darüber nach. Und du wirst eine Schulung in Geduld bekommen. Das habe ich oft Menschen. Ich habe eine Gruppe gehabt für Menschen mit Karzinomerkrankungen. Und manche waren mittendrin in der Chemo und so weiter. Andere hatten die Erkrankung schon eine Zeit lang hinter sich. Und ich habe sie gefragt, was habt ihr gelernt? Was hat sich verändert aus dem Erleben dieser ganzen Prozedur? Und einstimmig sagten alle, wir haben Geduld gelernt. Geduld in den Wartezimmern, Geduld auf die Diagnosen, Geduld, bis die Therapie fruchtet und so weiter. Wenn wir krank werden, werden wir zu einem Patienten, sagt man. Ja, als Arzt, du bist der Patient. Und Patient kommt aus dem Lateinischen und wird übersetzt erdulden, erleiden, erdulden. Also ein Patient ist jemand, der erleidet oder erduldet oder erträgt. Worin liegt noch eine Chance? Nun, im Anwachsen von tiefergreifendem Verständnis vielleicht. Eine praktizierende Patientin von mir, eine christlich praktizierende Patientin von mir, sie ist an einem Karzinom erkrankt, sie ist voller Metastasen, sie ist dem Tod schon sehr nah, ich besuche sie zu Hause und sie sagt eines Tages zu mir, du, ich glaube, ich habe den Krebs überwunden. Und ich schaue sie etwas befremdet an und denke, sind da jetzt Hirnmetastasen, die sie in eine verdrehte Wahrnehmung bringen? Und sie merkt das und sagt, oh, nicht das, was du denkst. Der Krebs, das war die Art und Weise, wie ich gelebt habe. Und das habe ich überwunden. Ich lebe jetzt für die Tage, die mir noch bleiben, ein ganz anderes Leben. Ich war zu einem tieferen Verständnis gekommen. Eine andere Patientin, da fallen mir dauernd Bilder ein, eine andere Patientin, sie sagte mir, eine Woche noch vor ihrem Tod, eine ganze Zeit lang sehr im Widerstand, irgendwann die Chemotherapie aufgegeben. Ja, was wollen Sie denn jetzt tun, sagte die Onkologin. Und sie sagte zur Onkologin, ich will mich jetzt auf den Tod vorbereiten. Und sie kam hierher, erst noch zu hierher, dann später ging ich zu ihr nach Hause. Und sie sagte, was sagt der Buddha zur Krankheit, zum Tod? Und sagte, bitte lehre mich die Meditation. Und eine Woche vor ihrem Tod sagte sie, ich schlafe jeden Abend zufrieden ein und wache jeden Morgen dankbar auf. Dankbar, weil ich weiß, ich habe noch diesen Tag. Bewusstheit, Dankbarkeit. Worin liegen die Chancen? Im Überdenken der Art, wie wir unser Leben führen. Haben wir schon gehört, wie wir mit unseren Werten umgehen, mit unseren Prioritäten.
Alter, Krankheit, auch die Beschäftigung mit dem Tod ist sicher nicht dazu da, uns in eine bedrückte Stimmung zu bringen, sondern um uns bewusster werden zu lassen. Vielleicht nachdenklicher, aber nicht bedrückter. Heraklit war ein Philosoph, der kurz nach Christus gelebt hat. Er sagte, halte dir stets den Tod vor Augen und du wirst nie kleinliche Gedanken haben oder etwas übermäßig begehren. Und wie die beiden anderen Götterboten könnte auch der Tod uns Fragen stellen. Zum Beispiel, lebe ich mein Leben so, dass ich jeden Tag gehen könnte? Wenn also der Tod heute oder morgen zu mir käme, wie sehr wäre ich bereit? Und wäre auch für die Angehörigen alles geordnet? Und von den Dingen, die mir wichtig sind, von meinen Visionen, welche habe ich bisher nicht gelebt? Was schiebe ich auf später auf? Warum? Wozu? Und wie möchte ich sein an meinem letzten Tag? Und was führt dazu hin? Die Fragen, die ich dir eben auch gestellt habe. Rosi, ich habe den Namen verändert, kannte ich als Patientin und dann traf ich sie eines Tages auf Hiddensee wieder. Hiddensee ist eine Insel vor Rügen, ich glaube, den meisten von euch bekannt. Ich sehne mich so sehr nach Stille und die Natur hier lebt sie mir vor, sagte sie. Was erleben Sie in der Stille? Nichts ist Gott näher als der Stille. Gottes Sprache ist die Stille, alles andere sind schlechte Übersetzungen, zitiert sie christliche Mystiker. Und dann sagt sie, ich komme mir nirgends näher, mir selbst näher, als in der Stille. In der bewusst erlebten Stille, Meditation ist ein Zugang, in der bewusst erlebten Stille verlieren die Gegensätze ihre Gegensätzlichkeit und sie können uns nicht mehr so besetzen. Stille ist jenseits von Geburt und Tod. Und jenseits von Dualität. Und eigentlich stimmen die Worte nicht, denn jenseits gebiert schon wieder diesseits. Man könnte eher sagen, Stille ist erhaben. So bereite ich mich vor, sagte Rosi. Und damit bezeichnet sie sich auf ihre fortschreitende Erkrankung, schwere Erkrankung. Und dann bekomme ich eine Zeit später diese Karte. Noch aus meiner Erdenzeit heraus, es ist Dezember und dann steht die Jahreszahl, möchte ich euch danken, grüßen. Alle, die ihr unser Schicksal aus der Nähe oder Ferne begleitet habt, beschenktet uns mit eurer Treue und so manch einer mit seiner tätigen Hilfe. Ein jeder auf seine Art und aus seiner Möglichkeit heraus. Wenn diese Gedanken euch erreichen, werde ich voll Freude und Sehnsucht die Pforte zur geistigen Welt durchlebt haben, als Ausklang dieses wohl bedeutungsvollen Erdenschicksals. Es wird sich zeigen, wie das Ergebnis unserer vollbrachten Aufgabe angesehen wird. So wisset die Gabe eures Lebens sinnvoll zu gestalten, voll Freude, Verantwortung und Dank an jeden Tag, der da geschenkt und erarbeitet werden will. So lebet wohl. Vielleicht bis dann. Wir werden sehen, welche Neubegegnungen für uns gedacht sind. In Dankbarkeit und Liebe. Und dann unterschreibt sie. Bereiten wir uns vor auf Alter, Krankheit, Tod. Nun, dazu werden wir in den folgenden Beiträgen, den anderen Referentinnen und Referenten sicherlich viel Eingehendes hören. Vor allen Dingen zum Thema Sterben, Tod, Trauer. Wir bereiten uns vor. Was kann ich anbieten? Wieder aus den Lehrreden, angereihte Sammlung, Dreierbuch, 36. Lehrrede. Da heißt es, indem wir Gutes tun in Werken, Worten und Gedanken, sagt der Buddha. Ah, Gutes tun. Werken, Worten und Gedanken. Was bedeutet das etwas konkreter für uns? Nun, ein erster Schritt in meinem Erleben, im Umgang mit den Veränderungen, den Einschränkungen, den Verlusten des Alters bei Krankheit und so weiter, den Schmerzen, den anderen Herausforderungen und vielen Themen, vielen Gefühlen im Zusammenhang mit dem Tod,
Ich glaube, ein erster Schritt, wenn wir uns vorbereiten wollen, ist, bewusster zu werden. Nichts wird unser Leben so nachhaltig verändern wie ein Anwachsen von Bewusstheit und ein Anwachsen von Herzensqualität. Sagen wir Barmherzigkeit. Ich mag dieses christliche Wort. Das ist Herz drin enthalten. Und bewusster werden bedeutet, uns häufiger selber zuwenden und gewahr werden, was der Blick in den Spiegel in uns auslöst. Und welche Gedanken wir in uns tragen, wenn wir vielleicht krank werden, wenn wir Schmerzen haben. Mit dem Älterwerden können Schmerzen kommen als Ausdruck vielleicht von, ja, nennen wir es Krankheit. Ich denke gerade an meine Oma, die sagte, wenn du 60 überschritten hast und morgens früh keine Schmerzen hast, dann bist du tot. Ich komme vom Bauernhof, da wurde sehr körperlich gearbeitet und da war man mit 60 schon, war der Körper sehr verbraucht und hatte natürlich, die Alten sagten immer, es ist das Rheuma, aber es war nicht das Rheuma, sondern es waren Abnutzungserscheinungen, damit verbundene körperliche unangenehme Gefühle bis Schmerzen. Also wir bereiten uns vor in ersten Schritten, indem wir gewahr werden, was lösten diese Gedanken an die Götterboten in uns aus, auch an den Tod vielleicht eines geliebten Menschen. Und das, was wir im zweiten Schritt, das, was wir erleben, gestehen wir uns bitte ein. Wir gestehen uns bitte ein und versuchen es anzunehmen. Oh, das ist ein großes Wort, da könnte man jetzt eine ganze Belehrung drüber geben, über annehmen, denn das ist nicht so leicht. Wenn du nicht annehmen kannst, dann nimmst du bitte an, dass du nicht annehmen kannst. Also du gehst zurück dann einen Schritt. Also das, was wir erleben, annehmen und ergründen, heißt es in den Lehrreden. Ergründen, statt es zu verurteilen oder zu bejammern oder zu verdrängen. Ach, ist doch nichts. Und der Tod ist doch noch für mich doch nicht. Und allein durch die Bereitschaft, sich einzugestehen, ergibt sich eine Veränderung vom passiven Erleben. Sich eingestehen ist ein Tu-Wort. Ich gestehe mir ein. Ein erster Schritt, kleine Schritte sind von Bedeutung in diesem Zusammenhang. Ein erster Schritt vom passiven Erleben zum aktiven Tun. Wir treten ein Stück heraus aus der Opferhaltung und öffnen uns dem Ergründen von Zusammenhängen als Tür zu tieferem Verständnis. Wer Schmetterlinge lachen hört, kennt ihr noch die Rockband Novalis? 70er Jahre, da ein Carlo Carges hat dieses Lied geschrieben. Wer Schmetterlinge lachen hört, der weiß, wie Wolken schmecken. Der wird im Mondschein, ungestört von Furcht, die Nacht entdecken. Er weiß, dass er nichts weiß, wie alle anderen auch nichts wissen. Nur weiß er, was die anderen und er noch lernen müssen. Wer sich in fremde Ufer spürt und Mut hat, sich zu recken, der wird allmählich, ungestört von Furcht, sich selbst entdecken. Wer mit sich selbst in Frieden lebt, der wird genauso sterben und ist selbst dann lebendiger als alle seine Erben. Wer mit sich selbst in Frieden lebt, der wird genauso sterben. Das ist eigentlich die Überschrift. Bewusster werden, eingestehen, bedeutet natürlich, dass wir unsere Widerstände erkennen und uns unsere Widerstände eingestehen. Denn natürlich kommen Widerstände auf. Eine bewusste Selbstzuwendung, Einfühlung, eingestehen in einer Haltung von Fürsorge, öffnet die Tür zu Mitgefühl, Mitgefühl, Selbstmitgefühl. Der Buddha fragte einmal einen Schüler, tut es weh, wenn man von einem Pfeil getroffen wird? Und der Schüler sagte, ja, das tut es. Und dann fragt der Buddha weiter und sagt, und tut es noch mehr weh, wenn man von einem zweiten Pfeil getroffen wird? Und der Schüler bejaht wieder, ja, das tut es. Und daraufhin erklärt der Buddha, jetzt in einer neueren Übersetzung, wir haben im Leben oft keinen Einfluss auf den ersten Pfeil. Der erste Pfeil ist Alter, Krankheit, Tod. Aber der zweite Pfeil besteht aus einer unheilsamen Reaktion auf den ersten Fall. Beim zweiten Fall haben wir die Wahl.
Wollen wir im Widerstand verharren, den Widerstand chronifizieren sozusagen, uns verschließen, oder wollen wir den ersten Fall ignorieren, oder wollen wir mit Mitgefühl reagieren? Und jetzt könnte ein weiterer Vortrag über Mitgefühl kommen. Und nur so viel Mitgefühl hat nichts zu tun mit Mitleid. Mitgefühl ist eine aktive Haltung. Eine Haltung, die Schwierigkeiten verkleinern will. Mitgefühl ist eher eine passive Haltung. Mitgefühl hält uns eher in der Opferhaltung. Mitgefühl umfasst Güte, umfasst Akzeptanz, umfasst Fürsorge, Trost, auch die richtigen Mittel, um Trost zu spenden. Und wendet diese Mittel auch an. Der Dalai Lama sagt einmal, wenn du wissen willst, was Mitgefühl ist, dann blicke in die Augen einer liebevollen Mutter, die sich um ihr krankes und fieberndes Kind kümmert. Ah, so sieht Mitgefühl aus. Mitgefühl fragt, was liegt vor, was wird gebraucht und was kann ich tun? Und tut es. Mitgefühl ist aktiv. Also auch verbunden mit Weisheit, tut das Richtige, also das, was gebraucht wird. Und gebraucht werden Trost- und Kraftquellen, wenn wir mit den Götterboten zu tun haben. Und diese können vielfältiger Natur sein. Ich kann sie nur kurz anreißen und gehe davon aus, dass sie in den fortlaufenden Vorträgen und Belehrungen dann in den nächsten Wochen noch vertieft werden. Für viele Menschen ist es die Natur. Die Natur, sie berührt unsere Sinne in einer ausgewogenen Weise. Wir gehen durch einen Wald und wir sehen die Bäume, wir hören die Vögel, wir spüren den Waldboden unter unseren Füßen, spüren die veränderte Atmosphäre des Waldes, wir riechen die Luft, wir riechen den Geruch der Tannen, der Bäume. Und damit reduzierten wir die Macht obsessiver Gedanken. Ich hab's kommen sehen. Ich muss schon wieder kürzen, denn mit Blick auf die Uhr. Aber ich denke gerade an sie. Sie ist 22 Jahre alt und sie hat ein Kind in ihrem Bauch, das nicht lebensfähig ist. Die Diagnose wurde sehr schnell gestellt. Man hätte rein juristisch eine Abtreibung durchführen können. Die Diagnose war am Ende des dritten Monats schon gestellt worden. Ich habe recherchiert, mit dieser Erkrankung sind die ältesten Kinder ganz wenige. Die ältesten Kinder sind, glaube ich, 2 Jahre alt geworden. Die meisten sterben in der Schwangerschaft oder bei der Geburt. Sie entscheidet sich, mein Kind soll selbst entscheiden, wann es stirbt. Sie ist unglaublich, unglaublich balanciert. Freunde drängen sie. Ja, die Partnerschaft geht in die Brüche. Die Partnerschaft war jung und hält es nicht aus. Die ganzen Themen, die ganzen Emotionen. Die Eltern drängen sie abzutreiben. Sie bleibt bei ihrer Entscheidung. Wie kommt es, dass du so balanciert bist, frage ich sie irgendwann. Du bist so jung und ich erlebe dich so klar, so bewusst und so balanciert. Und sie sagt, weißt du, wann immer es mir möglich ist, steige ich in die S-Bahn und fahre bis zur Endstation. Und dann steige ich aus und dann gehe ich durch die Wälder und laufe und laufe und laufe. Und ich frage, und was erlebst du dann? Und sie sagt, meine Gedanken kommen zur Ruhe. Und ich muss nicht mehr verstehen. Ich meine mit dem Verstand verstehen. Warum mir das geschieht, wozu mir das geschieht. Es ist doch mein erstes Kind und ich habe doch gesund gelebt. Ich muss das alles nicht verstehen. Und all die Kommentare, alles das rückt zurück. Und ich komme mit mir selber in Verbindung. Und damit meint sie tiefere Ebenen in sich in Verbindung. Natur erleben, Verbundenheit erleben. Verbundenheit erleben ist eine Voraussetzung, um tiefer gehendes Mitgefühl zu erleben, natürlich. Und Mitgefühl wiederum ermöglicht anzunehmen, das, was schwer anzunehmen ist. Annehmen bedeutet nicht hinnehmen. Annehmen weitet. Annehmen schafft Raum,
und ist damit erleichternd und ist ein Zugang, ein erster Zugang zu tiefer gehendem Verständnis. Hinnehmen hält uns in der Opferhaltung. Natur, Natur erleben, andere Menschen. Andere Menschen können uns an Menschen, die uns liebevoll zugewandt sind, die da bleiben, wenn wir schwierig sind, wenn wir jammern, wenn wir klagen, denn natürlich ist damit zu rechnen. Nicht immer ist die Balance gleich zu halten, ja, oftmals gerade nicht. Andere Menschen können uns Kraft und Trostfeld sein. In der Gegenwart eines Menschen, der da bleibt, der dich mit barmherzigen Augen anschaut, der in Verbindung bleibt, der uns vielleicht aufmuntert. Der uns meint. In der Gegenwart eines solchen Menschen können wir uns beruhigen. Beruhigen und in Verbindung kommen mit eigenen Ressourcen. Musik kann uns dazu führen. Mantren können uns in diese Richtung führen. Mantren können uns eine Kraftquelle sein. Uns beruhigen, trösten und mit tieferen Ebenen unserer Persönlichkeit in Verbindung bringen. Mantren sind heilige Silben. Wir haben vorhin das Mantra, das Tara-Mantra zum Klingen gebracht, gleich noch ein weiteres. Mantren sind heilige Silben oder Worte oder Sätze, die über Jahrhunderte gewachsen sind und so etwas wie eine kristalline Wahrheit transportieren. Bestimmte Texte, bestimmte Lehrreden, die Metta-Sutta für buddhistisch praktizieren, gelten als Schutztexte. Sie beschützen uns, indem sie den Geist beruhigen, den Geist ausrichten, unsere Perspektive weiten, uns vielleicht in unserem Herzen berühren. Ich könnte viele eigene Beispiele dazu beitragen. Ich habe mit 40 Jahren einen Schlaganfall gehabt mit einer Halbseitenlähmung. Die Metta-Sutta, als ich auf der Trage lag und wartete auf das MRT und all das, was da in diesem Zusammenhang dann kommt, auf ein Lied von Johann Sebastian Bach, Psalm, ich weiß es nicht, welcher Psalm, 34 oder so, Professor Edelmanns Lieblingslied, Lieblingspsalm, Gottes Engel weichen nie, sie sind bei mir aller Enden. Wenn ich schlafe, wachen sie, wenn ich gehe, wenn ich stehe, tragen sie mich auf Händen. Gottes Engel weichen nie. Meditationen können uns tiefer führen, Gebete können uns tiefer führen. Im Gebet richten wir uns aus sozusagen auf unsere Essenz. Und diese Essenz ist gleichbedeutend mit dem Tiefsten. Eure wahre Natur ist klares Licht, hat der Buddha in einer Lehrrede gesagt, das durch hinzugekommene Trübungen verdeckt wurde. Gebete können uns in Richtung dieses klaren Lichtes bringen. Es geht in Beten nicht um Betteln, es geht eher um Lauschen. Sören Kierkegaard berichtet, als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger zu sagen. So berichtet er. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde ein Hörender. Ich meinte erst, Beten sei Reden. Ich lernte aber, dass Beten mehr Schweigen ist und nicht nur Schweigen, sondern Lauschen. Tue Gutes. In Gedanken, Worten und Taten, so lautete die Anleitung des Buddha im Zusammenhang mit den Götterboten. Tue Gutes und erinnere dich bitte aber auch daran. Erinnere dich an das Gute, das von dir ausgegangen ist. Und auch an das Gute, das du gewollt hast. Sich an das Gute erinnern, das wir in die Welt gebracht haben, es weitet die Perspektive und es öffnet das Herz, sodass wir mit freundlicheren Augen auf uns schauen können und nicht mit so strengen, auch nicht mit ängstlichen. Und dazu notwendig ist ein willentlicher Entschluss, bitte immer wieder dich darauf auszurichten, was habe ich Gutes in die Welt getragen. In der Sterbebegleitung werden wir darüber bestimmt noch hören. Es ist mir immer ein Anliegen, sich auf das Gute auch auszurichten und zu beruhigen. Wenn wir den Blick auf das Gute lenken, sehen wir die Welt und unser Leben aus einer weniger engen, aus einer weniger ängstlichen Sicht, dafür mehr aus einer beruhigteren, einer weiteren Sicht. Wir werden transparenter. Ach, wieder.
transparenter nach innen. Jeder Mensch besteht aus verschiedenen Ebenen, vergleichbar der Oberfläche und der Tiefe des Meeres. Und Alter, Krankheit, Tod, sie können uns transparenter werden lassen für das Erleben dieser Dimension in uns, für das Leben, das nicht beendet wird durch den Tod. Geburt ist der Gegensatz zum Tod. Und ich erinnere mich gerade an Williges Jäger, da waren wir zu einem Seminar und dann kam er zu uns und er sagte, wenn wir sterben, dann gehen wir nicht in den Himmel und auch nicht in die Hölle, sondern wir kehren zurück ins Leben, so wie die Welle zurückkehrt in den Ozean. Transparenter werden für den Ozean in uns, für das Unvergängliche in uns. Das Tröstende, Tragende, das Rettende in Zusammenhang mit den Themen von heute. Das wirklich Tröstende kommt aus diesen Ebenen. Das wirklich Tröstende können wir letztlich nicht an der Oberfläche finden. Um nachhaltiges Verständnis, veränderndes, angstauflösendes Verständnis zu entfalten, braucht es die Bereitschaft, sich einzulassen in die Tiefe unserer Persönlichkeit. Und Buddha Dharma führt uns dahin. Sich auf das Gute ausrichten ist hilfreich. Meditation über die Vergänglichkeit, über die fließende Qualität. Ich benutze den Begriff Vergänglichkeit nicht gerne. Er induziert, dass da etwas weg ist. Das gibt es aber gar nicht. Der Buddha hat auch nie über Vergänglichkeit gesprochen, was ganz einfach daran lag, dass er gar kein Deutsch sprach, sondern er hat von Anicca gesprochen. Anicca ist der Pali-Begriff und Anicca ist die Verneinung von Nietzsche. Und Nietzsche wird übersetzt mit fest und die Verneinung von fest ist flüssig. Also über die flüssige Qualität in meiner Übersetzung hat er gesprochen. Von allen Fußspuren, hat er gesagt, ist die des Elefanten die größte. Von allen Meditationen ist die über Vergänglichkeit und Tod die höchste. Und Vergänglichkeitsmeditationen, Vipassana üben wir sie ja auch, die Vergänglichkeitsmeditationen, sie befähigen uns zur Loslösung aus unseren Konditionierungen, aus unseren Vorstellungen. Wir befähigen uns zur Loslösung aus der Ebene des Gewohnheitsbewusstseins mit seinen Wünschen und Ängsten immer wieder getrieben und ermöglichen uns in die Tiefe zu sehen, zu einer Ebene, in der andere Gesetze gelten, sagen mittlerweile auch die Naturwissenschaftler. Es gibt Dimensionen, denen gelten andere Gesetze. Für buddhistisch Praktizierende kann die Praxis der Zufluchtnahme zu den drei Juwelen sehr wichtig werden. Bringen Sie uns doch mit etwas Größerem in Kontakt. Und dann denke ich wieder an ein Paar, das hier saß, sehr beliebt, jung, mit allem. Man hat das Gefühl, da sind viele, viele Segnungen, haben die abbekommen in einem gesunden, attraktiven Körper, beide lebensfroh und intelligent und kommunikativ, waren hier sehr schnell beliebt. Und dann bekommt sie das Mammakarzinom, den Brustkrebs. Und dann kommen die Chemotherapien und dann fallen die Haare aus und die Kraft lässt nach und die Bestrahlung. Und das alles hält die Beziehung nicht aus. Und die Beziehung, sie zerbricht. Sie ist Patientin bei mir und sie kommt nicht mehr her. Und sie weicht auch den Gesprächen aus. Kommt zu den medizinischen Untersuchungen, ist sehr einsilbig. Irgendwann kommt sie und sagt, du musst jetzt alle Geschlechtskrankheiten bei mir untersuchen, AIDS und Tripa und was gibt's noch? Und alles. Und ich sage, was ist los? Wozu? Und sie sagt, ja, ich schlafe jedes Wochenende mit einem anderen Mann. Ich sage wieder, wozu? Und sie sagt, um mich selber zu spüren. Ich habe verlernt, mich zu spüren. Und in die Tiefe. Das ist nichts.
schläfst jedes Wochenende mit einem anderen Mann und das machst du dann und dann, sage ich. Und dann sagt sie, und danach trinke ich eine Flasche Rotwein. Wozu? Um den Ekel wegzuspülen. Um überhaupt nichts mehr zu spüren. Und dann, wieder einige Wochen vergangen, gehe ich hier vorbei. Hier für euch, da ist eine Fensterfront, eine Tür, Glastüren. Und ich wohne ja hier und ich gehe hier vorbei und sehe einen Menschen hier vor dem Altar, sehe sich verbeugen. Und ich schaue genauer hin, es ist Vormittag, es ist alleine. Dieser Mensch ist allein, es ist eine Frau und ich sehe sie. Und ich warte draußen auf der Bank, bis sie rauskommt. Ich sage, du, was hast du praktiziert? Sie sagt, ich habe Zuflucht genommen. Und es ging wieder. Und die Türen gehen wieder auf. Und ich erinnere mich an jene Geschichte gerade, und damit enden wir, wie der Meister ihre Hand nahm und in der Handfläche einen Kreis zeichnete. Dies ist es, wo du gerade lebst, sagte er. Es ist schmerzhaft, aber du kannst im Moment nicht entfliehen. Also nimm es an. Doch erst, wenn du etwas Größeres kennst, und jetzt umschloss er ihre kleine Hand mit seinen beiden großen Händen. Etwas, das alles umschließt und alles in sich birgt und alles trägt, dann werden deine Wunden heilen und alle Ängste versiegen. Ich danke euch.